Hamburger SV vs Frisch auf Köppingen Handball Bundesliga 27. Dezember 2011 Seltsam kennt sie mein Tipp. Sieg für Köppingen in der letzten Saison war das Duell zwischen HSV Hamburg und Frisch auf Köppingen ein großes Derby, weil beide Teams sehr gut gespielt haben. In dieser Saison ist die Situation ganz anders. Der aktuelle Meister aus Hamburg hat sich vom Titel fast verabschiedet, während Köppingen nicht mal die Platzierung in den EHF Cup sicher hat. Die heutigen Gastgeber haben 9 Punkte mehr auf dem Konto und deshalb kann man sagen, dass sich die Gäste in einer viel schlimmeren Lage befinden. Es ist auch klar, wer hier der Favorit ist. Die Hamburger haben in den letzten paar Saisons problemlos zu Hause gesiegt, während es zu Beginn der letzten Saison Frisch auf Köppingen schaffte, zu Hause zu siegen. Beginn 27. Dezember 2011 bis 19 Uhr. Der Titelverteidiger aus Hamburg hat sich in dieser Saison bereits 4 Niederlagen erlaubt und es ist erst halbe Saison geschafft. Darüber hinaus spielt der größte Rivale aus Kiel fantastisch und daher ist die Aussage, dass sie sich vom Titel fast verabschiedet haben, völlig richtig. Man sollte aber erwähnen, dass alle Niederlagen in der Ferne kassiert wurden und dass 3 von 4 Niederlagen gegen sehr starke Mannschaften verbucht wurden. Für die Niederlage gegen Lübeck haben sie keine Entschuldigung und es war eines der Spiele, in dem klar wurde, dass in dieser Mannschaft etwas nicht stimmt. Nicht nur Niederlagen sind ein guter Indikator, sondern auch einige der Spiele, die Hamburger mit viel Glück und einem Torunterschied zu ihren Gunsten entschieden haben, wie das Gastspiel gegen Gummersbach oder das Heimspiel gegen Wetzlar vor 2 Runden. Es gab noch ein paar schwache Spiele und von den guten werden wir nur 2 erwähnen, und zwar den überzeugenden Triumph über Flensburg und den Sieg gegen Magdeburg am letzten Spieltag. Die Entschuldigung für die schwache Leistung im ersten Teil der Saison kann man in der Tatsache suchen, dass sie den Trainer gewechselt haben, denn es ist offensichtlich, dass die Spieler noch nicht untereinander abgestimmt sind, und zwar so wie es sich Trainer Bert Karlen vorgestellt hat. Darüber hinaus haben sie Probleme auf der Position des rechten Außenspielers, weil schon seit der Beginn der Saison Oskar Karlen ausfällt. Lijewski war ebenfalls verletzt und so wurde Wudrineka verpflichtet. Wenn sie das Spiel gegen Magdeburg wiederholen sollten, wird es keine Probleme in diesem Duell geben, aber ansonsten ist alles möglich. Voraussichtliche Aufstellung: Hamburg, Beutler, Flor, Lakovic, Dufniak, Wudrinek, Lindberg, Fori. Die Ähnlichkeit der Gäste mit dem Gastgeber ist nur in der Tatsache, dass die zu Hause genau wie Hamburger besser spielen. Allerdings haben sie zu Hause 2 Niederlagen kassiert, und zwar gegen Flensburg und Magdeburg. Diese zweite Niederlage durfte eigentlich nicht passieren, vor allem deshalb, weil sie das Spiel fast zu ihrer Gunsten entschieden hatten und im Finish haben sie auch einen sicheren Wurf verfehlt, sodass sie nicht mal einen Punkt ergattert haben. Die Gastspiele von Köppingen sind katastrophal und nur im Spiel gegen Gummersbach haben sie triumphiert, und zwar nach einem harten Kampf und großer Ungewissheit. In 6 Gastauftritten wurden sie bezwungen und in diesem Segment ist nur noch die letztplatzierte Eintracht Hildesheim schlechter. Diese Niederlagen waren nicht überzeugend, außer vielleicht dieser in Kiel mit 8 Toren Unterschied, aber das Problem ist, dass diese Niederlagen gegen objektiv viel schwächeren Teams eingefahren wurden, wie die bereits erwähnte gegen die Eintracht Hildesheim, die in der ganzen Saison nur Köppingen bezwungen hat. Ähnlich wie Hamburg hatten sie zu Hause mehrere dramatische Partien abgeliefert, welche ihnen haben nicht passieren dürfen. Am letzten Spieltag wurden sie von Großwallstadt bezwungen, aber eine Runde davor feierten sie einen überzeugenden Sieg gegen Melsungen. Mit den Verletzungen haben sie keine größeren Probleme. Der Abgang des linken Außenspielers Kaufmann am Ende der letzten Saison war offensichtlich ein schwerer Schlag für dieses Team und der Neuzugang Rini konnte diese Lücke offenbar nicht schließen, obwohl der serbische Nationalspieler ab und zu ein gutes Spiel abliefert, wie zum Beispiel gegen Melsungen, als er 9 Tore verbucht hat. Voraussichtliche Aufstellung: Köppingen, Tahirovic, Obrea, Hornig, Haas, Tiede, Schone, Spatt. Die Gastgeber sind Favoriten in diesem Duell und zwar in jeder Hinsicht, obwohl sie einige Lücken im Spiel haben, und zwar welche schwer vorherzusagen sind.
Allerdings spielt Göppingen sehr schlecht in der Ferne und daher soll es keine große Ungewissheit in diesem Match geben. Die Frage ist, wie überzeugend die Hamburger sein werden, aber es scheint so, als ob es kein Debakel der Gäste geben wird.